Für einige Analysten kam es ja heute ziemlich überraschend, dass die Öllagerbestände in den USA doch deutlich gestiegen sind. Wer sich allerdings anschaut, wie sich die Rohölproduktion in den letzten Tagen entwickelt hatte, für den dürfte es dann wiederum nicht unbedingt eine Überraschung werden. Die Frage war nur, wie viel eigentlich die USA an Öl importieren. Und ja, am Ende gab es dann eben doch eine deutliche Lagerbestandserhöhung. Nicht nur beim Öl, diesmal auch bei den Benzinlagerbeständen ging es nach oben und das hat der Ölpreis genutzt, nun doch ein bisschen Richtung Süden abzutauchen. Willkommen zu dieser Sendung. In Zahlen sieht das dann so aus: zweite Zeile, Erdöllagerbestände 2,5 Millionen Barrel zusätzlich statt der von irgendwelchen Analysten erwarteten minus 0,455 Millionen. Ich hatte bei eToro schon vorher in einem Kommentar bezweifelt, dass es heute sinkende Lagerbestände gibt. Nun ja, da kann man sich dann wirklich fragen, wer eigentlich die Prognosen macht und wem sie dienen sollen, nicht wahr? Ein anderes Thema war heute Nachmittag, dass nach den guten Immobiliendaten gestern aus den USA es heute etwas schlechtere gab. Verkäufe bestehender Häuser unter den Erwartungen, war auch ein 4-Monats-Tief, ist also alles nicht so dramatisch insgesamt. Alles, was über 5 Millionen Einheiten ist, das ist so schlecht nicht. Dann gab es heute früh vom deutschen BIP, zweites Quartal, 0,4% war die zweite Lesung. Da wurde die erste Lesung bestätigt, also auch nichts Aufregendes. Die britischen Hypothekengenehmigungen, die sind auch unter den Erwartungen gewesen, vor allem war es der tiefste Stand seit März 2015. Da macht sich weiterhin die Sorge breit, dass wir hier doch in eine ziemlich tiefe Krise im britischen Immobilienmarkt letztendlich schlittern. Hat das britische Pfund, wie wir später sehen werden, heute überhaupt nicht interessiert. Auch der Neuseeland-Dollar ziemlich stabil, wenn man bedenkt, dass die Handelsbilanz nicht wirklich gut waren, die Exporte gehen weiter zurück und das Defizit steigt, das auf einen Punkt gebracht und damit rein in die Charts. Wir beginnen heute mit dem Rohöl, das in der ersten Stunde nach Veröffentlichung der Öllagerbestände doch deutlich unter Druck gekommen ist. Wir sehen, dass der Stundenchart jetzt doch ziemlich bärisch ist und wir haben auch die Unterstützung, die hier schon mal in dieser Woche so einigermaßen gehalten hat, um 46, 70, 46, 50 herum. Die haben wir erst einmal gebrochen und so ist die Wahrscheinlichkeit jetzt doch ziemlich groß, dass wir die 45 Dollar 45 Marke wenigstens erreichen. Ob es dann noch tiefer geht, werden wir sehen. Es muss auch der damit gerechnet werden, dass eventuell der US-Dollar deutlich zulegt am Freitag, wenn dann Janet Yellen spricht. Und das könnte dann den Ölpreisen noch mal deutlicher unter Druck bringen. Das könnte so die ja, Richtung sein, die es gibt. Wir wissen natürlich alle nicht, was Janet Yellen tatsächlich sagt. Vielleicht sagt sie auch das Gegenteil von Falkenhaft. Also vielleicht ist sie doch für eine längere Phase der Glockengeldpolitik noch. Dann könnte das Ganze natürlich auch umdrehen. Gar keine Frage. Der DAX hat heute wieder versucht, da irgendwie über den Widerstandsbereich von 10.630 bis 10.660 Punkte drüber wegzukommen. Gelungen ist es ihm nicht. Trotzdem, der Chart ist noch nicht so negativ. Wir sind über der Wolke, der Blautienkern ist über dem Kijun. Da ist also das letzte Wort immer noch nicht gesprochen, obwohl wir ja dieses Triple Top hatten. Den ganz massiven Abverkauf hat es nur ganz kurz gegeben. Über einen Short Squeeze waren wir mal kurz bei 10.390 Punkten, konnten uns dann aber eben wieder gut erholen und sind jetzt eben am oberen Rand der Seitwärtsbewegung, die wir hier schon seit 17. August bewundern können. Insgesamt sieht man hier weniger, als wenn ich jetzt den Tageschart genommen habe. Das werden wir dann am Freitag mal sehen, dass das Volumen, das Handelsvolumen im DAX und überhaupt an der Börse zurzeit ziemlich niedrig ist. Wir sind halt in den Sommerferien und viele Kurse werden deswegen wohl auch von Algorithmen bestimmt, die dann eben nicht immer unbedingt menschliche Erwägungen mit berücksichtigen. Das hier ist der Dow Jones, der ist nach dem fallenden Ölpreis dann auch mitgefallen, schon vorher ein bisschen. Also die Amerikaner haben zurzeit keine große Lust zu weiteren Allzeithochs. Das sieht man dann hier doch ziemlich deutlich. Und ja, das Ziel der pinkfarbenen Linie ganz unten bei 18.465 Punkten, die wird wohl nochmal erreicht werden. Das wäre dann zum vierten Mal der Test. Mal schauen, ob wir dann durchbrechen oder nicht. Zurzeit sind wir hier auch weiterhin in einer Seitwärtsbewegung. Zurzeit halt wieder auf dem Weg zum unteren Ende. Mal schauen, wohin das führt. Der US-Dollar hat heute zugelegt. 0,4% ging es nach Norden. Wir sind jetzt also wieder Richtung Widerstand bei knapp 95
Punkten und dann wäre noch wichtiger die 38,2% Fibonacci-Linie bei 95,25. Das wären so die Punkte auf alle Fälle. Die Korrektur des Dollar, die scheint wirklich zu Ende zu sein zurzeit. Wird eben dann doch ein bisschen eingepreist, dass Janet Yellen vielleicht eine Zinserhöhung im September oder Oktober dann doch in Aussicht stellen könnte. Das hat dann auch den Euro-US-Dollar natürlich unter Druck gebracht. Heute deutliche Verluste. Wir sind unter die 1,1255 gefallen. Ob das schon nachhaltig ist, muss man mal abwarten. Kann durchaus nochmal einen Retest der 1,1255 geben. Dreht es und dann auf alle Fälle ein Test der 1,12 auf alle Fälle erst einmal. Als nächstes Ziel ist dann zu erwarten, ja, wenn alles so läuft, wie man es erwarten kann, nämlich relativ gute Daten aus den USA, ziemlich viele hawkische Kommentare von Fed-Mitgliedern, dann dürfte auch Janet Yellen eben eine Zinserhöhung in Aussicht stellen. Das sollte den Dollar dann durchaus stärker noch beflügeln. Vielleicht schauen wir uns das morgen noch mal etwas genauer an. Den Neuseeland-Dollar wollte ich noch schnell zeigen. Ja, eine schwache Handelsbilanz. Hat aber den Kiwi nicht weiter gestört. Im Gegenteil, am Vormittag hat er dann erst einmal ordentlich zugelegt. Bei 0,7340 war mal wieder Feierabend, war nicht das erste Mal. Sieht man jetzt hier im Stundenchart nicht so. Aber es war nicht der erste Test, der da gestern stattgefunden hat. Und dann heute eben gleich nochmal mal schauen, wie das Ganze endet. Der blaue Tenkan ist interessanterweise unter dem Kijun. Das kann durchaus zeigen, dass eine Korrektur Richtung 0,7205 durchaus nochmal anstehen dürfte. Und hier haben wir noch Cable. Wie gesagt, Cable hat sich heute nicht an den Hypothekengenehmigungen gestört, ist trotzdem weiter gestiegen. Das ist schon sehr überraschend, wenn man sich bedenkt, was da vielleicht aufs Vereinigte Königreich ja in den nächsten Jahren so alles zukommt. Einige durchaus besorgniserregende Daten hat es ja schon gegeben. Nächste Woche gibt es wieder Einkaufsmanager-Indizes. Da dürfte der britische Index wahrscheinlich nicht gut aussehen. Da dürfen wir dann gespannt sein, ob das britische Pfund, also ob das Cable sich auf diesem zurzeit bestehenden Niveau halten kann. Meine Präferenz ist ehrlich gesagt eher, dass wir nochmal unter die 1,30 tauchen. Mal schauen, ob wir da richtig liegen. Zum Schluss schnell noch der Ausblick auf morgen. Morgen gibt es den IFO-Geschäftsklimaindex aus Deutschland. Wird sicherlich auch sehr spannend und dann beginnt eben das Jackson Hole Symposium. Und wie gesagt, am Freitag spricht dann Janet Yellen. Ansonsten gibt es da auch viele andere Notenbanker. Mal sehen, was die so alle zu sagen haben und ob das die Märkte irgendwie bewegt. Viele sind ja gerade gar nicht da. Die meisten sind ja im Urlaub. Außerdem wichtige Daten aus den USA. Morgen 14:30 Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter. Das ist auf alle Fälle auch ein Highlight. Market-Einkaufsmanager-Index für Dienstleistungen meistens nicht ganz so beachtet. Soweit der Markt für heute. Ich hoffe, es war interessant. Dann bis morgen.